Servus und schönen guten Morgen. Der zweite Tag jetzt hat gerade angefangen. Es hat die ganze Nacht nicht so stark geregnet, wie es gestern Abend geregnet hat. Aber hier ist einiges passiert. Viele Straßen sind gesperrt. Ich habe eben gelesen, eine Straße hier, die Anwohner sind evakuiert worden. Ich weiß nicht genau, was der Hintergrund ist, ob es da Murenabgänge gibt, weil die meines Wissens nicht so tief liegt, dass es jetzt direkt vom Wasser betroffen sein könnte. Mal gucken, wie sich der Tag heute entwickelt. Heute ist auf jeden Fall noch Regen gemeldet. Wie gesagt, sind einige Straßen gesperrt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man überhaupt hin könnte oder was möglich ist. Aber das, was ich auch geplant hätte heute, tourenmäßig, das wird wahrscheinlich aufgrund des Starkregens, der ja gestern war, gar nicht möglich sein. Ich muss mir jetzt erstmal ein Bild über die Lage generell machen und dann schauen wir mal, was der Tag heute bringen wird. Also, jetzt gehe ich erstmal frühstücken und dann schauen wir mal, wie es heute wird. Ich bin jetzt gerade mal rausgekommen, weil die Wiese hier gestern, die am Explorers, die war gestern schon so ein bisschen überschwemmt, aber ja, das scheint sich geklärt zu haben. Das ist wieder weg, versickert. Hier draußen sieht es eigentlich relativ normal aus. Autos fahren durch die Gegend, aber ihr habt ja vielleicht die Bilder gesehen, die im Fernsehen waren, aus Hallein, aus Marktschellenberg. Ja, das sieht wirklich dramatisch aus. Und da muss man mal gucken, was heute, wie es heute so aussieht, was alles gesperrt ist. Aber hier sieht es ganz okay aus. Frühstückszeit. Alles in Wolken und auch ein leichter Regen. Ich wandere jetzt mal zum Königssee. Ja, die Tour, die ich mir ursprünglich heute vorgenommen hatte, die kann ich jetzt heute nicht machen. Also ich denke, die wird nicht möglich sein aufgrund der Situation jetzt hier mit dem Wetter. Ich werde jetzt heute mal die Gelegenheit nutzen, mal zum Königssee zu gehen. Schau mir die Ache direkt mal an, wie es da aussieht, wie die Lage ist. Ich glaube, hier die Ecke in Schönau, wo ich bin, das ist ganz okay. Teilweise sind Straßen gesperrt. Und ja, morgen soll es aber definitiv besser werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lage im Ort überall ist. Das werde ich mal in Erfahrung bringen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Straßen gesperrt, Marktschellenberg. Und Hallein, da habt ihr vielleicht Bilder gesehen, da sieht echt nicht gut aus. Und müssen wir mal schauen, wie das hier alles sich noch weiterentwickelt. Einzelne Häuser und eine Straße, weiß ich, die sind evakuiert worden wegen der Gefahr von Murenabgängen. Aber bisher ist da wohl nichts passiert. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt mal hier einfach in Ruhe an, wie es am Königssee aussieht. Ich habe gehört angeblich, dass die Bobbahn schwer betroffen sein soll. Das will ich mal anschauen. Solange das niemanden stört, werde ich euch das dann auch mal zeigen im Video. Ich denke mal, das Video werde ich jetzt auch zeitnah veröffentlichen, dass viele interessieren wird, wie es hier aktuell aussieht, falls sie hinkommen wollen. Und da will ich dann euch teilhaben dran lassen. Ja, heute Morgen beim Frühstück habe ich das erste Mal eine Zuschauerin getroffen. Die hat mich angesprochen und ich sei hier mit gegrüßt in dem Video. Das war das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich einen Zuschauer meiner Videos getroffen habe. Gut, ich wandere jetzt mal weiter und sage bis später. Jetzt geht es mal Richtung Ache und dann zum Königssee.
hier unten am Campingplatz, da kann man auch ordentlich die Überspülungen sehen. Ordentlich Hochwasser. Kleine Wehr an. Ordentliche Wassermassen hier. Zur Seelände hier, die Andenkenläden anschauen. Trotz Regen ein bisschen was los. Saftiger Regen hier. Hier kann man das ein bisschen sehen, wie hoch der Schlamm hier stand. Königssee. Kleines Lagebild hier vom Königssee. Das Wasser läuft hier noch ab. Hier ist etliches überflutet. Man sieht auch, der Königssee ist höher als normal. Feuerwehr beim Einsatz. Hier läuft das Wasser richtig ab. Das Hotel hier am Königssee ist auch überflutet gewesen. Das Wasser runterkommen. Steht hier richtig hoch. Und hier strömen immer noch die Wassermassen runter. Ja, wo man normal hier sitzen kann und auf den See blickt, sieht man jetzt auch nur eine trübe Brühe. Gespannt, wann das wieder hier passierbar sein wird. Beziehungsweise wann das wieder hier alles in Betrieb geht. Ein wenig dauern. Einsatz. Da werde ich jetzt aber nicht hingehen, um da keinen zu stören. Ja, ich schwenke jetzt noch einmal und dann geht es mal Richtung Jena. Mal gucken, wie die Situation dort aussieht. Ein Boot scheint aber zu fahren, zumindest. Auch wenn ich denke, dass man gar nicht aussteigen kann. Es regnet leider. Unaufhaltsam weiter. Ich mache Richtung Jena und hier sieht man auch auf dem Parkplatz, vielleicht sieht man es, was für Wassermengen hier runtergelaufen kommen. Hier oben an der Jena-Bahn, hier bei den Restaurants, ist die Lage normal. Keine Überflutung oder sonstiges, keine Abgänge, Murenabgänge. Hier ist in Ordnung. Jetzt bin ich hier zurück vom Königssee und vom Jena, da zu der Talstation bin ich mal hingelaufen, habt ihr jetzt gesehen. Königssee ist doch schon einiges überschwemmt. Auch das Hotel, was direkt da am Königssee lag, da ist auch ordentlich Wasser reingelaufen. Ja, und man sieht hier, es ist immer noch am Regnen. Es war jetzt gerade nicht so stark, aber es ist auch noch richtig stark bewölkt. Ringsrum noch. Also heute wird das auch wohl so bleiben und das noch einiges an Regen erwartet. Ja, so sieht es hier aktuell aus.
jetzt mein weiterer Plan. Also ich werde jetzt erstmal ins Hotel gehen, mich nochmal jetzt ein bisschen frisch machen. Bin jetzt doch wieder ein bisschen nass, mal kurz ein bisschen abtrocknen. Und dann versuche ich mal nach Berchtesgaden Garten reinzufahren, da nochmal ein bisschen rumzulaufen, mich umzugucken, vielleicht mal auf den Sohle-Leitungsweg. Das müsste eigentlich gehen, dass man nach Berchtesgaden reinkommt. Aktuell ist, glaube ich, nur die Strecke gesperrt zwischen also Bahnhof Burger King, da die Ecke, und dann dem Stangenwald. Das müsste die nächste Möglichkeit sein, um auf diese B305, glaube ich, zu kommen. Und nach Berchtesgaden müsste es auf jeden Fall hochgehen. Das werde ich jetzt gleich mal versuchen. Da kann ich ein paar Erledigungen direkt machen. Gehe mal im Kurpark, so das, was ich immer mache. Zeige euch das mal, was so möglich ist. Eine Bergtour heute, ja, selbst eine kleine jetzt bei Regen, was ich schon mal gemacht habe, so auf den Höchstschwarzeck, Hochschwarzeck oder auf die Kneifelspitze, da würde ich jetzt aktuell von absehen, da man einfach nicht weiß, wie die Zustände gerade sind, die Wege und so. Das ist mir zu offen. An der Bobbahn, da wäre ich eigentlich auch ganz gerne mal hingegangen, aber das habt ihr gesehen, das ging nicht. Da waren jetzt alles Einsatzkräfte vom THW und Radlader und so. Also wenn man da hingeht, da würde man da einfach nur stören und hätte ich halt unpassend gefunden, deswegen haben wir das jetzt nicht gemacht. Ja, das ist jetzt der Plan, so läuft es jetzt erstmal und das Video werde ich auf jeden Fall versuchen, heute Abend hochzuladen, damit auch diejenigen, die vielleicht hier mit dem Gedanken spielen anzureisen und nichts gebucht haben, sich das dann auch in eigenes Bild teilweise machen können. Mal gucken, was ich gleich noch an Bildern aufnehmen kann aus Berchtesgaden. Und ja, wobei das Wetter in den nächsten Tagen besser werden soll, nicht mehr regnen, das ist auch, glaube ich, dringend geboten. Ja, dann muss das jeder für sich selber entscheiden, aber ich denke, es bringt auch nichts, jetzt nicht keinen Urlaub zu machen, weil die nicht betroffen sind, denen fehlt auf der anderen Seite auch wieder das Geld dann. Die sind eh schon gebeutelt hier genug durch diese ganze Geschichte mit der Situation, die wir da jetzt die ganze Zeit haben. Ja, und deswegen muss das jeder für sich so ein bisschen entscheiden. Gut, ich gehe jetzt mal ins Hotel und melde mich dann später zurück aus Berchtesgaden. Ich bin jetzt mal Richtung Berchtesgaden gefahren. Wir schauen uns mal die Achterbahn am Bahnhof. Ist schon hoch, aber ich würde sagen, gefühlt sieht das eigentlich noch in Ordnung aus. Hier sind wir am Bahnhof. Es kam gerade als Eilmeldung über die Katastrophenwarn-App, dass die Anwohner der Königssee Ache, die zwischen Königssee und dem Bahnhof, dem Kreisel hier, wohnen, also die unmittelbaren Anwohner, es wurde da so 135 Personen genannt, müssen ab sofort ihre Häuser verlassen bis mindestens morgen Abend, weil hier anscheinend noch mit mehr Wasser gerechnet wird. Wobei es jetzt die letzten Stunden kaum noch geregnet hat, würde ich sagen. Der hintere Teil, das gesperrt, das schauen wir uns zusammen an. Ja, hier kann man nicht weiterfahren, ist gesperrt. Ich vermute, da die Ache nicht so wahnsinnig hoch ist, nicht, dass die da irgendwas überspült hat, also entweder hat die Fahrbahn unterspült, aber viel wahrscheinlicher ist das von den Hängen. Vielleicht Bäume ab runtergestürzt sind oder Erdmassen. Das gleiche habe ich mich eben schon gesehen vom Explorer Richtung hierhin, dass auf die Straße da Erdmassen und Bäume runtergestürzt sind, das hatte man aber schon beseitigt. So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal nach Berchtesgaden rein. Bin jetzt hier in Berchtesgaden angekommen. Und ich filme jetzt gerade hier den Watzmann. Zumindest kann man ein bisschen den kleinen Watzmann sehen, die Spitze, den vorgelagerten Grünstein und den großen Watzmann leider nicht. Bin jetzt hier wieder auf meinem Parkplatz und wir gehen jetzt mal in die City, gucken mal, wie es hier aussieht, was hier so passiert ist. Gestern war ich ja noch beim Griechen essen. Ich glaube, den hat es auch gestern erwischt mit dem Wasser. Das gucken wir uns jetzt mal alles an. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich euch gerade erzählen kann. Ich war gerade tanken gewesen hier in Berchtesgaden und hatte mich mit dem Tankstellenwärter etwas unterhalten und er hatte mir da ein paar Videos gezeigt, unter anderem von der Bobbahn, wo ich heute nicht hingehen konnte. Und ich hatte zwar heute schon ein Bild davon gesehen, aber er hat mir halt wirklich ein Video gezeigt, was da aufgenommen wurde, und die ist ja zu einem größeren Teil richtig beschädigt. Da sind unglaubliche Geröllmassen reingelaufen, also es sind richtige Betonstücke rausgerissen, und er meinte ja wohl dieses Jahr wird da nichts mehr passieren. Das heißt, keiner mehr fahren. Dann auf der Straße, die von dem Kreisel am Bahnhof Richtung Ramsau führt,
das konnte ich ja soweit nicht sehen, hat er mir auch ein Video gezeigt, da sind der komplette Bürgersteig über viele Meter weggerissen, Teile von der Fahrbahn. Das wird wohl auch lange dauern, bis das wieder repariert ist und voll passierbar sein wird. Wir wandern jetzt mal hier wieder durch die Sträßchen durch. Gucken, wie es hier aussieht. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier jede Menge Wasser runtergekommen ist. Sieht man auch an den ganzen Steinen hier. Hier ist einiges bestimmt runtergelaufen. Da es noch sehr früh ist, werde ich jetzt mal hoch zum Rosole-Leitungsweg gehen. Es regnet jetzt auch nicht. Da kriege ich wenigstens noch ein bisschen Bewegung heute am frühen Nachmittag. Hier liegt die Stadt so schön ruhig da. Einzig das Rauschen des Kanals, was ich euch gerade gezeigt habe, ja, das sieht man, hier schießt das Wasser den Berg runter. Man kann sich gut vorstellen, auch wie das hier runtergelaufen sein muss. Ja, da oben ist schon der Sohle-Leitungsweg. Jetzt sind wir am Sohle-Leitungsweg angekommen. Da ist einiges los jetzt, die Leute nutzen das. Das ist ja nur ein Teilstück, dieses Teilstück des Sohle-Leitungswegs, der hier oberhalb von Berchtesgaden ist. Bin ich auch schon oft lang gegangen. Eigentlich war das eine geplante Tour, die ich dieses Jahr machen wollte, den Sohle-Leitungsweg in Ramsau beginnen, wenn schlechtes Wetter ist, weil man da ja nicht so hoch muss. Ja, aber das hat sich bisher nicht ergeben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es möglich sein wird, aber ich hoffe ja auch schwer, dass das Wetter ab jetzt gut wird. Auch schon wegen den Bewohnern hier, dass kein weiterer Regen kommt. Das wünsche ich mir auch sehr. Das wünschen wir uns allen. So, da genießen wir es, die Aussicht. Traumhaft. Ich mal zurück in die Stadt und schauen uns da noch was um. Kontrollieren mal alles, wie es da aussieht. Ja, das ist der nächste Plan. Ja, die Leute haben sich versucht, Uhr zu schützen, so gut es geht, um das Wasser ein bisschen abzuleiten. Schön zu sehen, dass es hier augenscheinlich auf jeden Fall kaum Schäden gibt. Wobei ich mich da offensichtlich korrigieren muss, weil hier sieht man ja eindeutig, wie zum Beispiel in dieser Senke hier das Wasser hoch im Eingang gestanden hat. Schlossplatz sieht es auch weitestgehend in Ordnung aus. Keine Schäden sichtbar. Das Barometer verspricht zumindest, dass es besser wird. Es geht Richtung hoch. Steht zwar jetzt nicht, ob die Tendenz steigend oder fallend ist, aber ich habe da gerade mal so ein bisschen gegengeklopft und es hat sich ganz leicht Richtung steigend bewegt.
meine alljährliche Runde durch den Kurpark. Das ist auch mal so ein Weg, den ich gehe. Hier ist das Ganghofer Denkmal. Einige Bücher geschrieben, die Bezug nehmen auf Berchtesgaden, die hier spielen. Zeitgenössischer, ja, Schriftsteller kann man sich mal geben, wenn man das möchte. Jetzt schauen wir nochmal die Aussicht. Auf jeden Fall hat es jetzt die ganze Zeit nicht geregnet, das ist schon mal sehr positiv. Wir schauen mal hier runter. Richtung. Ja, Marktschellenberg wäre das, die Richtung da hinten. Da sieht man einen Hubschrauber, ich weiß nicht, ob man es im Video ein bisschen sehen kann. Die hört man ja auch die ganze Zeit fliegen. Ich nehme an, die bewachen vielleicht auch ein bisschen die Lage an der Ache. Wenn man momentan hier so guckt, denkt man eigentlich, es wäre nichts. Da hinten ist eine Einsatzstelle. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Das ist ja bei der Obersalzwegbahn. Sieht so aus, als käme da Wasser runter. Da liegt offensichtlich ein LKW auf der Seite. Jetzt sieht man es besser. Zurück beim Hotel, da kommt tatsächlich mal der blaue Himmel durch. Ansonsten noch mit Wolken, aber gefühlt schafft sogar langsam die Sonne. Ich denke, es geht echt aufwärts jetzt. Grünstein dann noch hier ein bisschen mystisch im Nebel. Ja, wobei die Straße, die von hier aus direkt nach Schönau führt, die haben sie jetzt auch gesperrt. Da kommen wir jetzt aktuell nicht mehr durch. Ja, ihr seht, ich bin mal wieder im Regen unterwegs. Es geht jetzt nochmal Richtung Jenneralm, vielmehr gesagt, oder Jennerkaser. Da ist das Abendessen angesagt und dann marschiere ich jetzt hin hier im Regen. Keine Lust, im Auto zu fahren. Und ja, das ist dann heute auch der Abschluss des Tages. Ich melde mich danach nochmal und ich hoffe, dass es morgen wirklich besser wird und dass dann die richtigen Touren endlich beginnen. Weil bisher war das ja heute auch wieder, naja, ein sehr entspannter Entspannungstag. Und es ist höchste Zeit, ja, mal richtig auf Tour zu gehen. Also bis später mal. Angekommen bei der Jenneralm, Jennerkaser. Schauen wir nochmal hier lang. War nicht bewölkt. Abend essen und dann. So, zurück vom Essen. Jetzt geht's wieder zurück ins Hotel. Schauen wir Richtung Jena. Da war ich jetzt gerade eben essen. Der Jena Casa. Jetzt geht's zurück. Ja, ich bin jetzt gerade reingekommen, zurück im Zimmer, war jetzt lecker essen, war echt sehr gut, ein Berchtesgadener Schnitzel bei dem Jennerkaser kann ich euch mal empfehlen. Ja, der Tag ist damit jetzt auch zu Ende, waren heute keine, ja, keine richtige Tour, keine richtige Wanderung. Ich bin mal zum Königssee gelaufen, da bin ich zum Jänner gelaufen, ein bisschen durch Berchtesgaden. Es war, wie gesagt, das hatte ich mal gesagt, war ein Entspannungstag, aber morgen wird auf jeden Fall eine Tour gemacht. Ich schau mal, ob es eine kleinere wird oder was Größeres. Ja, ich kann euch schon sagen, eigentlich plane ich morgen meine standesgemäße Jänner-Tour zu machen, die ich auch jedes Jahr mache. Und wenn das Wetter dementsprechend ist, würde ich dort hochfahren. Also es müsste schon auf jeden Fall trocken sein und zumindest die Aussicht haben, dass es aufklart, dass man gucken kann,
ja, wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn es regnen sollte, werde ich auch auf jeden Fall losgehen. Dann wird es wahrscheinlich aber eher eine ja, talnahe Wanderung, wenn es richtig regnet. Ich hoffe aber nicht. Und wenn es jetzt total bewölkt ist und aber trocken, dann werde ich irgendeine kleinere Gipfeltour wahrscheinlich unternehmen. Das ist für morgen geplant. Und ja, ich habe so viele Touren mir vorgenommen zu machen, auch einige Touren, die ich auf jeden Fall definitiv noch nicht verfilmt habe, wo es wieder neue Inspirationen vielleicht für die Berchtesgaden-Fans gibt. Ja, und damit sage ich jetzt schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Thank you.